Wie geht es Paul, Commander? Naja, so einigermaßen. Ein paar Rippenbrüche, ein gebrochener Knöchel. Dr. Russell wird schon hinbekommen. In ein paar Tagen humpelt Paul wieder rum. Kein Grund zur Sorge. Winters? Können Sie Pauls Stuhl für ein paar Tage ausfüllen? Ja, Sir. Sie übernehmen damit große Verantwortung. Ich werde Sie nicht enttäuschen, Sir. Na gut. Wenn es Probleme gibt, fragen Sie Carter. Ich bin in meinem Quartier. Gute Nacht, Commander. Gute Nacht. Guten Morgen, Commander. Was ist denn auf dem Monitor für ein Apparat? Hast du sowas schon mal gesehen? Nein. Kennt auch der Computer nicht. Hauptquartier ruft Commander Koenig. Basisbrücke ruft Commander Koenig. Ja, was gibt's? Das müsste schon mehr als wichtig sein. Ich denke, das ist es, Sir. Monitor vergrößern. Die Wissenschaft bietet ja viele Möglichkeiten, aber wenn das Vehikel unter der Bezeichnung Raumschiff läuft... Dann missachtet es sämtliche Gesetze, die wir über Raumschifftriebwerke kennen. Das ist wie die Hummel, die überhaupt nicht fliegen dürfte nach aeronautischen Gesetzen. Und es trotzdem tut. Kano, bitte Computeranalyse. Computer, ich brauche Analyse über das unbekannte Flugobjekt. Es ist dringend. Ich kann über dieses Objekt keine Analyse erstellen. Fehlanzeige, Commander. Ist mir schleierhaft. Einschlägige Datenbank kann von mir nicht abgerufen werden. Guten Tag, liebe Freunde. Es tut mir leid, Sie stören zu müssen, aber ich brauche leider Ihre sofortige Hilfe. Wir haben kein Bild mehr, Commander. Die Sprache kommt nicht auf Radiowellen und die Computersteuerung ist blockiert. Mein Schaltpult ist auch tot. Zerbrechen Sie sich nicht die Köpfe. Ich sorge dafür, dass wir in Verbindung bleiben. Und in kurzer Zeit werden Sie auch wieder ein brillantes Bild von mir haben. Trotz Ihres primitiven Geräts. Ist er friedlich? Möchte ich auch gern wissen. Frag ihn. Und woher sollen wir wissen, dass er uns nicht anlügt? Kano, frag den Computer, ob das Ding bewaffnet ist. Die Arbeitung storniert. Ich bin anderweitig besetzt. Erteilen Sie mir Landeerlaubnis für Ihr Territorium, Commander? Zu welchem Zweck? Ich brauche Ihre Hilfe. Ist das nicht Grund genug? Nicht unbedingt. Wenn wir ihm helfen können. Es fragt sich, mit was wir da zu tun bekommen. Das Ding ist uns feindlich gesinnt. Er hat auch Hilfe erbeten. Genau. Er ist clever. Zeig etwas Mitleid, Alan. Für Hilfsbereitschaft bin ich auch. Ich finde nur, dass Miss Thor nicht schadet. Ich möchte Ihre demokratische Diskussion nicht unterbrechen. Aber ich befinde mich in einer Zwangslage. Wir befinden uns auch in einer Zwangslage. Aber meine ist begründeter als Ihre Furcht. Gut, Sie haben Erlaubnis zu landen. Ich bin entzückt. Gehen Sie außerhalb der Basis nieder. Natürlich. Man soll Fremden gegenüber Vorsicht walten lassen. Halten Sie an! Ihre Landeerlaubnis gilt nur außerhalb der Basis. Keine Angst, Commander. Ich komme mit friedlichen Absichten. Dann halten Sie sich an meine Anweisungen. Ich will von Ihnen nichts als Ihre Hilfe. Alan, lass sofort zwei Kampfadler aufsteigen. Gefeuert wird nur, wenn ich Befehl erteile. Das würde ich mir an Ihrer Stelle noch mal überlegen. Wieso? Weil ich es Ihnen rate. Alan, tu, was ich sage. Commander, ich kann nicht durchkommen. Ihr Interkommunikationssystem funktioniert nur, wenn ich es will. Nun, Commander, werden wir vernünftig sein? Wenn Sie, wie Sie behaupten, in Frieden kommen. Wenn? Sie haben mein Wort als Pfand. Dann werden wir eine Abordnung Ihres Schiffes einlassen. Natürlich unbewaffnet. Nein. Ich erwarte eine kleine, aber einflussreiche Delegation von Ihnen. Bestehend aus Dr. Helena Russell, Professor Victor Bergman
Und aus Ihnen, Commander John Koenig. Bewaffnet, wenn Sie Wert darauf legen. Werden wir hingehen? Haben wir eine andere Wahl? Ich bin entzückt von Ihrer Einsicht, Commander. Ich begrüße die Alpha-Delegation. Sie werden jetzt in meine Kommandozentrale gebracht. Kein Kontakt zu kriegen, nichts. Auch nichts auf dem Schirm. Auch der Computer reagiert nicht. Ich bringe jetzt die zwei Adler hoch. Du hast die Warnung gehört? Ja, ein Grund mehr, den Befehl des Commanders auszuführen. Willkommen an Bord. Es besteht für Sie keinerlei Anlass zur Befürchtung. Treten Sie ruhig ein. Sie sind vollkommen sicher. Bitte kommen Sie näher. Ich freue mich, Sie zu sehen. Sagte die Spinne zur Fliege. Vergessen Sie die Brutalität Ihrer Kindermärchen, verehrter Professor. Hier haben Sie nichts zu befürchten. Nichts zu befürchten, außer der Furcht selbst. Der kluge Mann weiß, wann er Grund zur Angst hat. Dass Sie mir behilflich sein wollen, ist sehr freundlich. Aber ich lebe in diesem Schiff ohne jede Hilfe und daher ist sie auch heute nicht nötig. Ich bedauere, dass ich Sie bei Ihrer Ankunft nicht willkommen heißen konnte. Aber wenn ich ruhe, dann ist es unbedingt nötig. Nun, wie kann ich Ihnen helfen?
Die Frage ist, wie wir Ihnen helfen können. Sie haben uns gerufen. Gerufen? Wegen eines Notfalls. Ich bin Dr. Helena Russell. Das ist Commander John Koenig und Professor Victor Bergman. Ich bin der Gefährte. Wie wäre es, wenn Sie den anderen fragen? Vielleicht weiß der, warum wir hier sind. Ich weiß auch, warum Sie hier sind, Commander. Glaubst du etwa, ich weiß nicht, was du tust? Warum schweigst du? Schämst du dich deiner Handlungen, Gwent? Dann werde ich für dich sprechen. Das ist typisch für ihn. Alles, was schwierig und mühevoll ist, lässt er grundsätzlich mich erledigen. Gestatten Sie mir die Frage, wo ist Gwent? Er hat sie vermutlich aus zwei Gründen hierher kommen lassen. Da ich keine Beweise für meine Vermutung anführen kann, werde ich meine Ausführungen grundsätzlich auf das beschränken, was ich mit Sicherheit weiß. Ich danke Ihnen. Von Zeit zu Zeit ist eine kurze Unterbrechung unserer endlosen Reise nötig. Damit wir gewisse Rohstoffe, die für unser Wohlbefinden nötig sind, auf irgendeine Art wiederbeschaffen können. Ich verstehe. Sehen Sie, so ist er. Wenn er irgendetwas will, dann kann er Aktivität entwickeln. Nehmen Sie es ruhig, Commander, es ist für Sie. Was Sie da sehen, ist eine lange Aufstellung von Rohstoffen, die wir unbedingt brauchen. Eine ziemliche Latte. Victor? Tja, ich glaube, dass wir die meisten Rohstoffe, die hier aufgeführt sind, haben. Ich habe Ihren Computer befragt. Sie haben alles, was ich brauche. Wie ich gesagt habe, er ist hinterhältig. Warum muss ich es erklären, wenn du dich doch einmischst? Weil du deine Sache so schlecht machst, dass ich eingreifen muss. Schlecht? Dann ziehe ich mich zurück. Sag ihnen doch selbst, was du von ihnen willst. Du nimmst dir zu viel heraus, Gefährte. Freut mich, dass ich das kann. Nun denn, Commander Koenig, kann ich mich auf Ihre Kooperation verlassen? Wir werden uns bemühen, wenn wir die Dinge entbehren können. Das habe ich Ihnen doch bereits versichert. Danke, aber ich will es von unserem Computer selbst hören. Natürlich, ganz wie Sie wünschen. Am besten, wir nehmen dafür gleich sämtliche Kanäle in Anspruch. Sie verschwenden nur Ihre Zeit, Commander. Er kontrolliert Ihren Computer und veranlasst ihn, genau das zu sagen, was er will. Sie können mit dem Computer reden, Sie können mit der Besatzung reden. Stellen Sie ruhig Ihre Fragen. Glaube, Hoffnung und... Bestellungen von Gwent an Versorgungsabteilung weitergeleitet. Stehen auf Rampe 4 zur Abholung bereit. Kano, kannst du mich hören? Ja, Commander. Wann kam der Befehl? Um 7.11 Uhr. Vor 23 Minuten, Commander. Sie nehmen sich zu viel heraus, Gwent. Sie sind wirklich ein Commander. Ich will Sie endlich sehen, Gwent! Das tun Sie doch! Alles hier ist Gwent. Gwent, ist die ganze Maschinerie? Maschinerie? Sie nennen mich eine Maschine? Wenn Sie keine Maschine sind, dann zeigen Sie sich! Sie steuern diese Maschine. Er ist zwar nicht vollständig unabhängig, doch fast. Aber Sie haben doch noch die endgültige Kontrolle. Über Gwent? Nein, nein. Ich wünschte, ich hätte sie, zumindest manchmal. Die Kontrolle über mich? Die Kontrolle über mich? Ich würde an Ihrer Stelle lieber tun, was Gwent sagt. Aber Sie müssen doch in der Lage sein, die Maschine zu steuern. Oh, bitte. Sie dürfen ihn nicht verärgern, bitte. Bitte.
Nennen Sie ihn immer Gwent. Ganz ruhig. Ich werde Ihnen helfen. Gefährte, wenn du nicht tot bist, dann rede. Nur das interessiert dich. Er ist sehr krank. Nein, nein. Es geht mir gut. Diese kleinen Anfälle kommen und gehen. Nur ein Unwohlsein. Sind Sie ganz sicher, mein lieber Freund? Kein Grund, dir um mich irgendwelche Sorgen zu machen. Hol dir die Vorräte, damit wir uns auf den Weg machen können. Beeilen Sie sich. Bitte, Commander. Na gut. Ich werde alles veranlassen, sobald wir auf Alpha sind. Nein. Geben Sie hier Ihre Befehle. Gwent, diesmal haben Sie mein Ehrenwort. Ich glaube nur an meine Ehre, Commander. Geben Sie Ihre Befehle. Bitte. Tun Sie, was er verlangt. Er bekommt immer, was er will. Immer. Was ich sage, das meine ich auch. Sie erhalten alles, was Sie brauchen, nicht, sobald wir wieder auf Alpha Commander, sind. Commander, nicht. Niemand von uns, weder Sie noch ich, kann sich gegen ihn zur Wehr setzen. Haben Sie denn auf ihn überhaupt keinen Einfluss? Nein, Gwent ist mein Meister, sein Gefährte. Das war ich einmal, jetzt bin ich nur noch sein Gehilfe. Ich bin alt geworden in seinem Dienst. Der Gefährte muss sterben, aber Gwent nicht. Er lebt ewig. Nichts kann ihn töten, er wird am Leben bleiben. Es ist besser, wenn Sie Ihren unfruchtbaren Stolz vergessen. Geben Sie ihm, was er will, und verschwinden Sie wieder. Wenn Sie es dann noch können. Ihr Gefährte ist lebensgefährlich erkrankt. Ich könnte ihn retten, aber nicht hier, weil mir die Mittel dazu fehlen. Ich muss ihn sofort auf Alpha bringen. Genug. Tut, was ich sage. Nein. Ich kann Sie mit Ihrem Mond aus dem Universum schleudern. Winters, den Kampfadlern sofort Feuerbefehl geben. Habt ihr mitgehört, Carter? Schon unterwegs. Auge um Auge, Commander. Rettungsmannschaft ausrücken. Waffenstillstand, Commander. Stellt das Feuer ein. Wir müssen ihn auf Alpha bringen. Er braucht ärztliche Hilfe. Was ist los mit ihm? Er stirbt, wenn Sie ihn hier lassen. Der Gefährte darf nicht sterben. Er braucht Hilfe. Worte retten kein Leben. Du hast doch gewusst, dass ich eines Tages sterben werde. Das ist der zweite Grund, aus dem er Sie hat hierher kommen lassen. Ja, ich bin der zweite Grund. Sie haben von seinem Tod gewusst? Das verstehen Sie nicht. Du kannst ruhig zugeben, dass du gewusst hast, dass ich nicht mehr lange leben werde. Dass mein Tod eine Komplikation ist für dein weiteres Leben. Und es fällt dir schwer, dich damit abzufinden, denn es bringt dich in Schwierigkeiten. Du wirst nicht sterben. Du täuschst das nur vor, um mich zu ärgern. Ich durchschaue dich, du alter Narr. Da muss ich dich enttäuschen. Alter Freund. Ich bedauere, dass ich nicht in der Lage bin, sie auch von der schlechteren Hälfte meines Ichs zu befreien. Gwent? Ja, Gwent. Er ist mein Geschöpf. Aber so wollte ich ihn nicht. Er ist mir über den Kopf gewachsen. Halten Sie mich von einer besseren Seite in Erinnerung.
Ich kann Sie nur noch bitten, mir zu verzeihen, dass ich nicht mehr für Sie tun kann, als Sie seiner furchtbaren Gnade zu empfehlen. Leben Sie wohl. Gefährte? Gefährte? Gefährte! Er ist tot! Ihr Barbaren! Ihr habt ihn getötet! Ihr habt ihn getötet! Präpariert ihn für die Beisetzung. Carnus scheint wegzufliegen. Carter ruft Alpha. Wir hören, gibt Bericht. Beide Adler leicht beschädigt, aber noch Einsatz- und manövrierfähig. Ich habe den Apparat in Sicht. Verfolgen und angriffsbereit halten. Ihr Gefährte ist für die Bestattung fertig. Ich habe das Bedürfnis, meinem Leid Ausdruck zu geben. Aber er hört mich nicht mehr. Hier ruht der Gefährte, mein bester Freund. Er hat mir klaglos und ohne sich selbst zu bedauern gedient. Der Beste seiner Art ist von mir gegangen. Ich werde ihn nie vergessen. Ich werde sein Andenken immer pflegen und bewahren. Wir übergeben dem ewigen All den Körper des Gefährten. Ist das alles? Amen. Amen. Leb wohl, Gefährte. Auf Wiedersehen, alter Freund. Was ist das? Die Sensoren melden, es ist ein Körper. Lebendig? Tot. Eine exekutierte Geisel. Ich gehe mal rein. Nein, sie werden alle töten. Adler 1 und 2 zurück zur Basis. Sofort. Ladet die Vorräte auf Rampe 4 in einen Adler, macht ihn startklar und wartet auf weitere Befehle. Das Ding kommt wieder zurück. Das vernichtet uns, wenn wir nicht nachgeben werden. Ist Adler 4 schon mit den Rohstoffen beladen? 2 Minuten, Sir. Jetzt gibt es niemanden mehr, der sich gegen mich stellen kann. Commander, erteilen Sie Ihre Befehle. Winters, verstehen Sie mich? Ja, Sir. Wir sind noch am Leben. Alle, Commander? Ja. Verladen Sie die Rohstoffe. Sind schon verladen, Sir. Gwent, welche Sicherheit haben wir, dass Sie uns, sobald Sie die Vorräte haben, wieder freilassen? Sicherheit? Die habe ich Ihnen doch schon gegeben. Ihr dubioses Ehrenwort? Reicht Ihnen das nicht? Nein, Gwent. Vorsicht, Helena! John, was ist? Wissen Sie, Commander, ich bin Ihrer feindseligen Haltung überdrüssig. Im Vergleich zu Ihnen war der Gefährte ein Quell der Freude. Muss ich noch mehr wertvolle Energie verschwenden, um Sie zur Vernunft zu bringen?
wertvolle Energie verschwenden? Grant! Was ist mit meiner Garantieforderung? Keine weiteren Diskussionen. Wenn ich zurückkehre, werden Sie die Rohstoffe abrufen. Das ist Ihre letzte Möglichkeit, sich zwischen Leben und Tod zu entscheiden. Wenn er zurückkehrt? Von wo denn? Unnötig zu flüstern, der kann überall sein und uns trotzdem hören. Grant! Gesagt, dass er nicht unnötig Energie verschwenden will. Das bedeutet, dass Gwent mit seinen Vorräten am Ende ist. Daher so wenig Licht. Mit anderen Worten, auch er ist nicht autark. Nicht zu vergessen, dieser Gwent war bis jetzt noch nie allein. Er ist ohne Gefährten nicht lebensfähig. Dann braucht er einen Ersatz. Für den verstorbenen Gefährten. Gwent! Gwent! Wirklich äußerst eigenartig. Helena! Es ist sein Herz. Was gibt es für Probleme? Ein Herzanfall. Werden Sie uns helfen? Wer von Ihnen? Wer von Ihnen? Sind Sie blind? Gehen Sie zur Seite. Zur Seite! Er hat ein künstliches Herz. Er befindet sich in einem Kraftfeld. Sein Herz wird immer schwächer. Bringen Sie ihn von dort weg! Schnell! Er muss sofort zurück zur Basis. Zurücktreten! 3000 Volt für 5 Sekunden. Fertig! Victor! Alles in Ordnung? Es geht mir bestens. Ich bin Ihnen zu großem Dank verpflichtet. Das sind Sie in der Tat. Genau wie mein Gefährte. Ich vermisse ihn. Wir haben einander verstanden. Trotz mancher kleiner Differenzen. Ich habe seine Gesellschaft sehr geschätzt. Verstehe, also dann waren Sie beide tatsächlich Freunde. Der Gefährte und ich waren Weggenossen. Für immer, dachten wir zumindest. Nun ja, alles ändert sich mit der Zeit. Ich nicht. Ist der Gefährte nur Ihr Freund gewesen oder hatte er auch Aufgaben zu erledigen? Er war nur mein Freund. Thank you.
Commander. Befehlen Sie Ihren Männern, die Rohstoffe zu bringen. Sofort. Grant? Die Rohstoffe gebe ich Ihnen nicht. Sie sind von uns abhängig. Rotalarm! Kampfeinheiten sind kein Verhandlungsargument. Dafür sind sie zu schwach. Wir verhandeln nicht mehr, Gwent. Ein hoher Preis für Sie, Commander. Für beide von uns, Gwent. Wie sieht die Rechnung jetzt aus, Commander? Um Sie zu vernichten, würden wir sogar unser Leben opfern. Auch das Ihrer Mannschaft? Hören Sie auf, Gwent! Welche Bedingungen stellen Sie? Was verlangen Sie von uns, damit Sie aufhören? Kapitulation genügt. Stellt das Feuer ein. Sofort die Adler zurückrufen. Das Feuer einstellen. So ist es schon besser. Meine lieben Freunde in der Alpha-Basis, ich bewundere zwar Ihren Mut, aber ich hoffe, Sie haben inzwischen eingesehen, dass Sie schlecht beraten waren. Und nun zu Ihnen, Commander. Hier sind meine Bedingungen. Professor Bergman wird wegen seines Alters und der damit verbundenen physischen Konstitution im Austausch gegen die geforderten Rohstoffe in Ihre Basis zurückkehren. Commander Koenig und Dr. Russell bleiben als meine neuen Gefährten bei mir. Bis ans Ende ihres Lebens. Rufen Sie nun die Rohstoffe ab. Haben Sie das Lastschiff startbereit, Winters? Ja, Sir. Thank you.
Professor Bergman? Ich hoffe, es freut Sie zu hören, dass Ihr Transportschiff eingetroffen ist. Hören Sie, Gwent, ich bitte Sie, lassen Sie die beiden mitgehen. Nein. Sie langweilen mich, Professor. Dann lassen Sie wenigstens Dr. Russell gehen. Ich kann Ihnen doch nicht Ihre Gefährtin nehmen. Das Material gebracht. Sir. Alles, wie es auf der Liste steht. Wohin sollen wir es tun? Stellen Sie es dort ab, wo Sie sind. Es stimmt alles genau. Ich werde das selbst nachprüfen. Ich bin erstaunt. Sie tragen tatsächlich eine Waffe? Nein, das ist ein Sprechgerät. Es gehört zu unserem Interkommunikationssystem. Was Sie nicht sagen. Hier zeigt sich erneut, dass man euch Menschen nicht trauen darf. Ihr könnt es nicht lassen, eure primitiven Tricks anzuwenden. Halten Sie mich für so dumm? Gehen Sie mit Ihren Waffen sofort zurück in Ihr Schiff! Was ist mit dem Professor? Sie haben versprochen, dass er... Das war vor Ihrem Vertrauensbruch! Jetzt bleibt der Professor auch bei mir! Gehen Sie! Sie wollen ihn nicht mehr gehen lassen? Befehlen Sie Ihren Männern, in Ihr Schiff zurückzukehren, bevor etwas geschieht, was Sie bedauern werden! Alan! Ja, Commander? Feuert auf die Tür! Los! Was für ein jämmerlicher Versuch! Ihr seid gerade noch stark genug, euch gegenseitig umzubringen. Quint ist der Anfang. Und Gwent ist das Ende. Das war ein Grund mehr, den Professor hier zu behalten. Vielleicht vermag er mir als Wissenschaftler gelegentlich sogar nützlich zu sein. Und ihr kehrt auf euer Schiff zurück, bevor ich euch töte. Gehen Sie! Alpha ist mir gegenüber schutzlos. Zwingen Sie mich nicht, Ihnen das zu beweisen. Nun zu Ihnen, meine neuen, lieben Gefährten. Holen Sie die Rohstoffe herein. Worauf warten Sie? Soll ich nachhelfen? Diesen Behälter zuerst. Etwas schneller. Beeilen Sie sich. Absetzen. Öffnen Sie ihn. Rechts von Ihnen sehen Sie eine blinkende Röhre. Stecken Sie die Rolle dort hinein. Na los!
Beeilen Sie sich! Bitte beeilen Sie sich doch! Nein! Wann werden Sie lernen, zu gehorchen? Was ist mit Ihnen los? Sind Sie müde, Gwent? Es waren diesmal erträgliche Schmerzen. Sind Sie doch sterblich, Gwent? Ich habe noch genug Energie, um Sie und Ihre ganze Basis zu vernichten. Ich warne Sie! Na gut, Gwent. Was hindert Sie, Ihre Drohung wahrzumachen? Ich befehle Ihnen, zu kooperieren. Befehlen wollen Sie uns? Was bilden Sie sich denn ein? Wir wissen nicht mal, wer Sie sind, woher Sie kommen und was Sie wollen. Ich bin Delma Poes Plebus Gwent vom Planeten Simo. Ein Mann, der auf diesem Planeten beachtliche Bedeutung hat. Wenngleich mein wissenschaftliches Genie dort leider verkannt wurde. Deshalb habe ich dieses Wesen erschaffen. Als Erweiterung meines Ichs. Ich schuf es durch Verschmelzung meiner Persönlichkeit mit der Überlegenheit eines Computergehirns und den Kräften, die auf unserem Planeten bekannt sind. Ich bin immun gegen jede Art von zerstörender Energie und kraftvoll genug, um ein ganzes Universum zu vernichten. Nun wissen Sie, wer Delma Poes Plebus Quent ist. Nun, Delma, Poes Plebus Quent, Sie haben verloren. Tun Sie das nicht. Bitte. Mag sein, dass Sie uns mit Ihrer letzten Energie vernichten können, aber das hilft Ihnen nichts. Versuchen Sie es ruhig. Sie wissen genau, dass dann auch Sie sterben. Ich habe Sie falsch eingeschätzt. Die Abhängigkeit vom Gefährten, die Blindheit und Einsamkeit hat mich in all den Jahren, in denen ich das Universum durchreist habe, misstrauisch und argwöhnisch gemacht. Zynisch, vielleicht sogar paranoid. Ich habe, nachdem ich diese, nun ja, nennen wir es Maschine, gebaut hatte, um meine Persönlichkeit für alle Zeit zu konservieren, entdecken müssen, dass es aus der uns angeborenen Unvollkommenheit geschehen ist. Doch diese Erkenntnis kam zu spät. Ich bin auf Gesellschaft angewiesen. Allein existieren wir nicht. Das Kriterium für unser Dasein ist die Beziehung zu anderen. Allein hören wir auf, Persönlichkeiten zu sein. Sind isoliert. Verstehen Sie mich? Tja, wenn das so ist, dann müssen wir Sie eigentlich bedauern. Sie haben von Anfang an den falschen Weg genommen. Wen die eigene Persönlichkeit so fasziniert, dass er glaubt, er müsse sie unbedingt der Nachwelt erhalten, der kann nur aus krankhafter Eitelkeit handeln. Ja. Ja, Sie haben recht. Es war reine Eitelkeit. Die größte von allen Sünden. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken. Ich bin glücklich, dass Sie mich aus meinem Gefängnis befreien. Sauerstoffgehalt sinkt.
Gwent! Öffnen Sie das Tor, wir können nicht raus! Gwent! Ich glaube, wir waren zu erfolgreich. Er hat sein Leben beendet. Dadurch sterben wir auch. Commander Koenig. Commander Koenig. Kommen, Commander. Hören Sie mich? Hauptquartier Alpha Basis ruft Commander Koenig. Commander Koenig, bitte kommen, Commander. Hauptquartier ruft Commander Koenig. Commander, was ist passiert? Kano. Gwent ist tot. Wir sind hier eingeschlossen. Wir schicken einen Adler. Das ist zwecklos. Ihr kommt ja auch nicht rein. Wir müssen uns retten. Nein, nicht das Licht. Sauerstoff. Sauerstoff. Öffnen Sie das Tor. Sind Sie sicher? Ja. Lebt wohl, meine Freunde. Alles gut überstanden, Commander? Ja, Winters, mir geht's gut. Er ist ja noch im Leben. Er kommt direkt auf uns zu. Sandra, den Monitor einschalten. Scheint nicht auf Höhe zu kommen. Ein einsames, blindes Wesen hat sein Leben beendet.